Also dann, herzlich willkommen zur Medienrunde. Wir spielen am Sonntag ab 14 Uhr beim Wuppertaler SV, werden dazu begleitet von mindestens 4.100 MSV-Fans. So viele Tickets sind nämlich im Online-Vorverkauf weggegangen. Wie bereits erwähnt, wird es dann in Wuppertal am Spieltag auch noch eine Tageskasse geben. Und nach der Info kommen wir dann auch zu dem Mann neben mir, zu dem wunderbaren Dietmar Hirsch. Hallo. Dietmar, ich hoffe, dir geht's gut, ich hoffe, der Mannschaft geht's gut. Was kannst du diese Woche zum Personal berichten? Hallo zusammen. Eigentlich unverändert. Bautakrit, erste Schritte auf dem Platz, aber braucht noch ein bisschen, fängt jetzt langsam an, sich auf dem Platz zu bewegen, ist aus der Reha raus, beziehungsweise halb Platz, halb Reha, aber ist zumindest schon mal auf dem Platz. Zamel noch in der Reha, macht aber auch Fortschritte, also ist im Plan. Leon Müller wird kommende Woche auf dem Platz erscheinen. Der wird dann mit unserem Athletiktrainer reduziert trainieren. Und Franco hat heute nach überstandener Grippe oder überstandenem Virus das erste Mal locker trainiert. Ist aber, denke ich, fürs Wochenende noch keine Alternative. Sonst ist der Kader unverändert. Tipptopp. Dann beobachten wir die schreibenden Kollegen und freuen uns auf die erste Frage aus der Runde. Dirk Retzlaff hat zuerst das Wort, bitte. Ja, hallo. Ja, wie wirkte der Sieg in Gladbach 2 nach? Was hat er bei euch die Brust breiter gemacht? Ja, ich glaube, jeder Sieg, habe ich ja immer schon betont, macht die Brust breiter. Wir sind Tabellenführer, das macht die Brust breit. Ich denke, wir haben über 90 oder über die gesamte Spielzeit, 90 plus Nachspielzeit, sehr gut gespielt, hochverdient gewonnen gegen einen sehr guten Gegner, der auch einen guten Lauf hatte. Und ja, wir haben halt auch gerade einen sehr positiven Lauf und wir haben weiter mit den Spielern hart gearbeitet, sehr fleißig, sehr gute Trainingswoche. Und wir wollen natürlich jetzt auch in Wuppertal nachlegen mit einem Dreier. Und eigentlich im Moment gute Stimmung. Wie gesagt, sehr konzentriert, sehr professionelles Training, sehr gute Einstellung zur ganzen Situation und von daher sind wir sehr positiv. Wie fällt so, Chris Schmolz sagte mir vorgestern, 40 Punkte sind das Ziel bis Weihnachten. Reicht dir das dann, 40 Punkte? Natürlich hättest du gern mehr. Wir hätten gerne am Wochenende 36, das ist das erste Ziel. Das heißt, wir streben den Dreier an und wir haben von Anfang an gesagt, wir gucken immer von Spiel zu Spiel. Ich glaube, Hochrechnungen ist schwer. Wie gesagt, wir gucken von Spiel zu Spiel. Wir haben jetzt noch 4 Wochen mit 5 Spielen, mit Pokal, inklusive Pokal. Und wir wollen versuchen, das Maximum rauszuholen. Und was am Ende bei rauskommt, wo man dann steht und wie viele Punkte man hat, ist mit Sicherheit wichtig. Aber ich habe jetzt keine Hochrechnung. Ich möchte das Spiel gewinnen, ich möchte versuchen, die Tabellenführung zu halten, vielleicht auszubauen, weiß man nicht, aber dafür müssen wir sehr viel investieren am Sonntag und von daher schauen wir nur auf den Dreier am Sonntag. Ja, jetzt triffst du etwas überraschend wieder auf den Kollegen Tyrella, der erst im Sommer hier war. Ja, neuer Trainer bei Wuppertal, Gegner dann schwerer einzuschätzen. Ja, ist immer schwierig, wenn ein neuer Trainer kommt. Also ich glaube, das Personal kann sich jetzt nicht großartig verändern. Man hat ja nicht aufgrund des Trainerwechsels jetzt noch 3, 4 Nachverpflichtungen getätigt. Der ein oder andere Spieler bei Wuppertal ist auch gesperrt aufgrund der 5. gelben Karte. Weiß man auch nicht, da gibt es auch Veränderungen. Wir wissen nicht genau, welche Grundordnung auf uns zukommt. Wir werden versuchen, den ein oder anderen Spieler oder wer jetzt zuletzt gespielt hat, natürlich auch so ein bisschen vorzustellen. Aber dann ist es, glaube ich, in so einer Situation viel, viel wichtiger, dass wir uns auf uns konzentrieren, auf unsere Stärke, auf unser Spiel, weil wir das halt beeinflussen können. Wir können den Gegner oder die Taktik und die Aufstellung des Gegners nie beeinflussen, aber es ist noch schwieriger, wenn ein Trainerwechsel da war und den hatten wir jetzt bei Wuppertal. Von daher müssen wir es so nehmen, wie es ist und versuchen uns trotz alledem auf alles vorzubereiten, aber konzentrieren uns schon sehr auf unsere Leistung und auf unser Spiel. Jetzt hatte Wuppertal im Sommer ja den Etat etwas reduziert. Hast du sie trotzdem in dieser Situation erwartet, wo die jetzt stehen, in der Abstiegszone? Es war ja jetzt so ein bisschen schwankend, also schlecht reingekommen, dann ein paar Spiele erfolgreich gestaltet. Da hat man gedacht, jetzt kriegen sie die Kurve, dann wieder eher so eine Talsohle, also schwer einzuschätzen. Ich glaube, es ist keine einfache Situation. Mir steht auch nicht zu, darüber was zu sagen.
wie der Etat verändert wurde, was personell vonstatten ging. Ich glaube trotzdem, dass sie hungrige junge Spieler haben, dass sie auch erfahrene Spieler haben, die in den letzten Jahren auch schon auf Top-Regionalliga-Niveau gespielt haben. Aber es ist echt schwierig, da ja ein allgemeines Urteil drüber zu urte abzugeben, weil wir einfach zu weit weg sind und mit unserer Mannschaft, mit unserem Verein eigene Dinge haben. Und dann beschäftigt man sich halt relativ kurzfristig mit dem Gegner, wenn man gegen Wuppertal spielt. Man kriegt natürlich die Ergebnisse mit, aber die Gesamtsituation, die beachtet man nicht so, sondern eher die Ergebnisse. Und dann, wie gesagt, 1, 2 Wochen, bevor man mit dem Gegner dann zu tun hat, dann wird es ein bisschen intensiver. Aber die Gesamtsituation, da bin ich ein bisschen zu weit weg. Gibt es Gründe, die Mannschaft umzustellen? Das werden wir sehen. Es hat ja immer was mit Frische zu tun. Wir hatten jetzt englische Woche. Es gibt eventuell, wenn wir uns was taktisch anderes vorstellen, gibt es Möglichkeiten. Also wir haben, habe ich ja gesagt, die Ausfälle. Es sind aber noch viele Spieler da, die alle sich berechtigte Hoffnung machen können oder eigentlich alle, dass sie spielen. Das hat man jetzt auch in der englischen Woche gesehen, dass wir punktuell was verändert hatten und das hat alles gegriffen. Von daher lassen wir uns überraschen, was wir am Sonntag machen. Ja, Malek Fakhro, haben wir schon öfter darüber gesprochen die letzte Zeit. Knoten scheint geplatzt, hat jetzt 5 Tore. Der läuft jetzt von selbst, oder? Weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass überhaupt was von selbst geht. Man muss das jetzt bestätigen, man muss dranbleiben, man muss halt immer hungrig bleiben. So wie wir als Mannschaft, muss jeder einzelne Spieler, speziell natürlich die Stürmer, weiter hungrig bleiben. Ich sehe auch einen anderen Gerrit Wegkamp, da habe ich auch betont, nicht nur Malek. Ich glaube, die befruchten sich so ein bisschen gegenseitig. Ich fand, als Wego reingekommen ist, habe ich auch schon in der PK beim Spiel betont, dass er auch sehr präsent war, auch wenn die Spielzeit nicht so lange war. Aber Malek natürlich durch seine Tore, auch durch sein Spiel, das war schon sehr gut und wird er jetzt auch natürlich so ein bisschen getragen durch die Tore, durch die gute Leistung, durch die Nationalmannschaftsberufung. Und ja, man darf aber nicht nachlässig sein. Also das habe ich ihm auch gesagt, nicht ausruhen, sondern immer mehr wollen, noch mehr bringen. Und jetzt haben wir erstmal das Spiel in Wuppertal und dann kann er sich mit der Nationalmannschaft beschäftigen. Jetzt auch voller Fokus, nur Wuppertal und das kriegt er ganz gut hin. 5 Tore hat auch Jakob Bogians, der dann aber nicht mehr so oft in der Startelf stand zuletzt. Woran liegt das? Habe ich ja auch schon betont, die anderen, die gerade spielen, machen es gut. Die Ergebnisse sind gut, die Leistungen sind gut. Ich glaube trotzdem, dass Jakob sehr gut trainiert, wenn er reinkommt, auch Akzente setzt, so wie alle, die reinkommen. Wir haben einen breiten Kader. Breite sage ich immer so ein bisschen qualitativ breit, quantitativ, ne, durch die ein oder anderen Ausfälle merkt man das halt. Könnte es vielleicht größer sein, aber wir haben da relativ wenig Verletzte. Wir kommen ganz gut zurecht. Aber nochmal, ich möchte da weder einen irgendwo abstempeln noch herausheben. Wir leben vom Kollektiv und da gehört Jakob dazu. Und er ist immer eine Alternative für die Startformation, aber auch, dass er reinkommt und da Akzente setzt. Und von daher ist erstmal alles gut. Aber die jetzt zuletzt gespielt haben, da muss man dann auch respektvoll mit umgehen. Und das macht Jakob auch. Er ist ja nicht sauer, sondern respektiert auch die Leistung seiner Kollegen. Und wenn er dann halt reinkommt, jemanden ersetzen muss, entweder am Sonntag von Anfang an oder vielleicht später, dann bringt er seine Leistung. Ja, über 4.000 Duisburger Fans. Wuppertal hat ja auch ein gutes Publikum. Highlight, Saison, ist das eines der Saison-Highlights im Spiel am Zoo? Also ich glaube, bisher war jedes Spiel, sowohl in der Arena wie auch auswärts, ein Highlight für uns. Also wir freuen uns immer, dass so viele Fans mitkommen. Was gerade so an Kontingent zur Verfügung steht, wird ja meistens ja, oder ist meistens vergriffen. Und ja, wir freuen uns immer. Für uns sind das alles Highlight-Spiele, weil nochmal, es ist sehr oft auch auswärts ein Heimspiel durch unsere Fans und es ist einfach geil so, ne? Treffen wir halt auf einen Traditionsverein, der auch eine gute Fanbase hat. Und dafür spielt man Fußball, das macht Spaß. Und ich denke jetzt bei den Witterungen, es ist ein bisschen dunkel, wird das Flutlicht auch mittags schon an sein. Und es macht einfach dann Bock, Fußball zu spielen. Guter Rasen. Letztes Jahr wurde der Rasen in Wuppertal neu gemacht. Der ist immer noch in einem sehr guten Zustand und ich denke, wir können ein sehr gutes Fußballspiel erwarten. Gut, danke erstmal. Bitte. Gut, vergriffen sind hoffentlich nicht eure Fragen. Jochen Knörzer hat noch eine. Bitte. Ja, Spiel am Sonntag. Dietmar, welches Spiel, welche Art erwartest du?
Wir haben ja jetzt am Sonntag ein Highlight gesehen gegen Gladbach, spielerisch das Beste in dieser Saison, was ich gesehen habe. Was erwartest du für Sonntag? Kratzen, beißen, spucken von Wuppertal? Also ich glaube, wir waren nicht nur spielerisch gut, sondern auch kämpferisch. Wir waren sehr gut gegen den Ball. Wir haben den Ball unheimlich schnell wiedererobert. Wir hatten sehr gutes Gegenpressing, sind oft hoch angelaufen, haben wir echt gut gemacht. Wir waren kompakt mit Ball gegen den Ball. Und von daher haben wir auch gesagt, hochverdienter Sieg, weil wir es einfach gut gemacht haben. Aber ich glaube, es ist in jedem Spiel so, dass man dem Gegner den Schneid abkaufen muss, in erster Linie körperlich, ne? Und ob das dann Kratzen, Beißen, Spucken ist, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Spucken auf keinen Fall, aber kratzen, beißen, das ist, meinst du natürlich schon, dass harte Zweikämpfe geführt werden. Das erwarten wir halt in jedem Spiel. Und ich glaube, dass vor allen Dingen der neue Trainer, der ja auch schon positiv verrückt, aggressiv, positiv gemeint coacht, dass er die Mannschaft auch schon, ich will ja nicht sagen, dass sie jetzt viel verschlafen hat, aber es ist halt ein emotionaler Trainer. Ich glaube, dass wir eine emotionale Wuppertaler Mannschaft erleben werden. Und da müssen wir uns drauf gefasst machen, da werden wir die Spieler drauf vorbereiten und werden dann dagegen halten. Und ich hoffe dann, dass wir unsere Qualität auch spielerisch wieder auf den Platz bekommen, aber die Grundtugenden sind immer das Gleiche. Man muss läuferisch da sein, man muss versuchen, mehr Zweikämpfe zu gewinnen. Wir wollen hoffentlich oft den Ball haben, wir wollen, wenn wir den Ball verloren haben, schnell auch wieder jetzt ins Gegenpressing den Ball uns zurückerkämpfen und versuchen, unser Spiel halt durchzudrücken. Und das erwarte ich. Aber es geht immer über die Zweikämpfe. Und wenn eine Mannschaft dann so ein bisschen gefühlt mit dem Rücken zur Wand steht, wie Wuppertal, die da unten raus wollen, dann erwarte ich das natürlich noch mehr. Aber das wissen wir, glaube ich. Und wie gesagt, ich denke, wir werden unseren Mann stehen. Du hattest eben gesagt, wir denken von Spiel zu Spiel. Wir möchten das Spiel, also das nächste Spiel gewinnen. Ich würde die Überschrift wählen, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Das ist richtig. Das will, glaube ich, jede Mannschaft, ganz klar. Aber nochmal, wir haben, wenn man sehr fokussiert ist, wenn man sich mit einem Spiel richtig beschäftigt, mit dem Gegner, wenn jeder Spieler sich mit seinem Gegenspieler beschäftigt, dann ist es, glaube ich, immer das Beste. Und man muss halt die Spiele abarbeiten, wie sie kommen. Jetzt ist Wuppertal, steht vor der Brust. Und da werden wir jetzt alle Energie reinbringen. Ich glaube, wenn man dann irgendwie schon an den Pokal denkt oder an Uerdingen oder an die letzten Heimspiele oder an die Winterpause, dann liegt man falsch. Man sollte die Aufgaben so abarbeiten und professionell und vernünftig seriös angehen, wie sie halt kommen. Und die nächste Aufgabe ist Wuppertal. Und klar will man jedes Spiel gewinnen. Wenn man Sportler ist, will man alles immer gewinnen. Aber der Gegner hat was dagegen. Und von daher, ja, es ist Zweikampfsport, Wettkampf und wir wollen den Wettkampf gewinnen. Dankeschön und viel Erfolg auf jeden Fall. Danke. Vielen Dank. Gibt es da noch Nachfragen mit Blick auf das Match am Zoo? Ja, Dirk Retzlaff hat noch eine. Steht trotzdem heute Abend das übernächste Spiel im Fokus? Fährst du nach Ratingen? Ich fahre nach Ratingen, ja, weil es die letzte Möglichkeit ist, sich Ratingen anzugucken, weil es ein Heimspiel ist, weil Ratingen heute gegen Homberg spielt, ein guter Gegner und von daher schaue ich mir das an. Ich denke, wir werden auch nächste Woche dann ein Flutlichtspiel haben, weil um 15 Uhr irgendwann geht die Sonne dann unter. Wir spielen spät mit der Zeitverschiebung. Also sind die Rahmenbedingungen vielleicht nicht ganz gleich, weil es halt kein komplettes Abendspiel ist nächste Woche. Aber ich finde schon, dass es wichtig ist, sich die Mannschaft anzugucken. Und das ist jetzt halt die letzte Möglichkeit. Gut, dann scheint alles ausverkauft zu sein. Vielen Dank für alle Antworten, vielen Dank für alle Fragen und dann wünsche Danke. ich uns ein erfolgreiches Wochenende in Wuppertal. Bis dann. Ciao. Man sieht sich. Tschüss.